Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Beim letzten Mal haben wir miterleben müssen, wie Joel quasi zu Tode geprügelt wurde und kaltblütig ermordet wurde. Und ja, sind halt jetzt dabei, unseren Rachefeldzug zu planen, zu organisieren, machen hier letzte Besuchung in Joels altem Haus und haben von ihm mitgenommen seine alte Uhr und einen Revolver. Und damit bestückt gehen wir jetzt hinunter, weil Tina hat uns auch gerufen, wir sollen runterkommen. Ach, guck mal, Maria ist auch hier. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Seattle. Tag 1. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Also fast gar nicht. Okay, hab mein Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist auch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Dann müssen wir halt nur gucken, wie wir an weitere Informationen kommen. Wer sie uns quasi freiwillig gibt oder zumindest gezwungenermaßen. Ich mag das, wie die Tiere die ganze Zeit durch den Wald laufen, ne?
Ich mag Tiere. Besonders wenn sie lebendig sind. Und mich nicht fressen wollen. So, und jetzt die Frage, wohin? Wohin genau? Ja. Wir sind gar nicht verirrt. Überhaupt nicht. Alles cool hier. Ellie, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Gut, wenn wir jetzt hier schon näher kommen, ist das ja nicht so verkehrt. Können wir hier absteigen? Können wir absteigen? Ich kann absteigen, ey. Guck mal, was haben wir denn da? Ach, noch eine Superheldenkarte. Juhu! Frage, wenn du eine Superkraft haben könntest, Motivator. Wahrscheinlich Unsichtbarkeit? Gute Wahl. Damit du mich beobachten könntest. Du hast's erraten. Echter Name Moira Peak. Intelligenz 80, Muskelkraft 20, Zugehörigkeit Spork. Wenn du feststellst, dass du gerade etwas tust, was du gar nicht tun möchtest, könnte Motivator dafür verantwortlich sein oder Motivator. Moira Peak war früher eine herausragende Psychologin und Verhaltensforscherin, die noch nach Feierabend Experimente für Spark durchführte. Eines Nachts stieß sie dabei auf Kräfte, die sie als zu gefährlich für die Menschheit ansah. Also behielt sie sie für sich selbst. Motivator kann anderen Ideen in den Kopf setzen. Der einzige Ausweg für ihre Opfer ist, schnell aus ihrem Blickfeld zu verschwinden oder ihre Brille zu zertrümmern, ohne die sie nicht sehen kann. Neutrale Schurken. Okay. Mich würde jetzt interessieren, ne, wie viele von den ganzen Sammelkarten und sowas und überhaupt wir schon übersehen haben. Ich hoffe, bisher nicht allzu viel. Ich finde es auch gut, dass sich Maria sich nicht gegen uns gestellt hat, sondern uns quasi grünes Licht für diese Aktion hier gibt. Ich meine, gut, schlussendlich will sie halt auch Tommy zurück. Aber nichtsdestotrotz, das hätte auch schwieriger laufen können. Im schlimmsten Fall, keine Ahnung, Verbannung aus der Stadt oder sowas für Fehlverhalten. Keine Ahnung, ob die da sowas haben. Ist ja auch so ein Ding, ne? Joel und Co. haben halt den anderen hier noch Verpflegung angeboten und so weiter. Sie wussten nicht, wen sie vor sich hatten. Und auch nicht warum. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Naja, nö. Nö, eigentlich nö. So, jetzt die Frage, in welche Richtung müssen wir? Wahrscheinlich in die Richtung. Ja, dahin sieht es sehr stadtmäßig aus. Aber natürlich will ich hier auch gucken, ob wir hier den Wohnwagen zum Beispiel plündern können oder so. Ich gucke mal ein bisschen rum, ne? Das ist ja nicht so schlimm, oder? Ist irgendwas drin, was ich mitnehmen kann? Nein, warum nicht? Schämt euch. So. Ich wollte schon sagen, Ellie, hängst du fest, oder was? Oh. Ich glaube, hier geht's nicht runter. Warum nicht? Ist hier irgendwas Tolles drauf? So eine Sammelkarte oder so? Oder? Wie so eine Münze hier, die beinahe sagt, so eine. Wie sagt man, Hundemarke der Fireflies? Aber nö. Na gut, dann gehen wir jetzt hier in die andere Richtung weiter. Und dann mal schauen. Was und wo und wie. Und wie weit wir eigentlich gehen müssen. Da vorne ist etwas. Vielleicht können wir da mal aussteigen. Und mal gucken, was da so ist. Aussteigen vor allem, weißt du? Beim Schiff. Die sind hier auch alle gebrandmarkt mit einem großen J. Von wegen so, hey, das sind Jackson-Tiere. Die gehören der Stadt Jackson. Mal rein. Guten Tag. Gibt's hier was Tolles? Hier gibt's was. Aha. Dokumente. Kein Lappen. Was ist das? Eine Karte? Common Theater. Okay.
Okay. Zentrum von Seattle. Okay, es gibt dafür eine Karte, das ist gut. Und die können wir jederzeit wieder in dem aus dem Menü quasi heraus öffnen. Also sobald wir halt irgendwo sind, also der mit den gestrichelten Linien eingegrenzte Bereich ist wahrscheinlich das Zentrum, der Downtown. Und wenn wir sonst was haben, dann können wir uns, glaube ich, so ein bisschen orientieren, wo, wie, was, wieso, weshalb, warum und so. Okay, das ist cool. Gucken wir mal. Hier ein bisschen Alkohol. Können wir vielleicht nochmal Medikit herstellen? Achso, ja gut, wir haben jetzt ansatzweise ein bisschen Zeug. Hier ist noch eine Sammelkarte, cool. The Starfire Kids. Echte Namen Emiro Unsora Hoshi. Intelligenz 60, Muskelkraft 60. Zugehörigkeit Society of Champions. Als die 14 Jahre alten Zwillinge Emiro und Sora Hoshi einen Meteoriten in den Wäldern vor Kyoto fanden und ihn berührten, erlangten sie beide die Kraft der Astrokinese. Die Fähigkeit, Sternlicht in Energie umzuwandeln. Sie wurden daraufhin von der Society of Champions in Gewahrsam genommen. Und Tesseracta unterwies sie darin, ihre Kraft gefahrlos und weise einzusetzen. Seine übertriebene, besorgte Art vertrieb die Zwillinge schließlich jedoch. Jetzt leben sie auf der Straße und versuchen allein, dem Sinn und Zweck ihrer Kräfte auf den Grund zu kommen. Eine dumme Idee. Bleib doch mal bei das, was du hast und so. So dumme. Komm mal klar. Hier noch was? Ne. Okay. War was Gutes da drin? Jo. Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Auf jeden Fall. So, da mal wieder rauf aufs Pferd. Und weiter geht's. Hep. Vorsichtig. Kleines Hotelü. Immer schön vorsichtig. Wir wollen nichts überstürzen. Wir wollen nicht, dass du dir die Beinchen brichst und so. Mhm. Du. Das Wasser hier Geräusche macht, ne? Wenn zu tief sind. Sieht verlassen aus. Ja. Nee, verlassen. Hier, krass. Angst sorgt auch nur dafür, dass wir vorsichtig sind. Und nicht überstürzt handeln. Übermütig werden. Nur weil wir etwas nicht sehen, muss es nicht da sein. Muss es nicht da sein? Ja, so. Ihr wisst, was ich meine. So. Hier wird es ein bisschen wäldiger. Manchmal denke ich mir natürlich halt auch so in dem Wald hier so, was ist, wenn wir jetzt hier und da... Oh, ist das die Quarantänezone? ...und überall lang gehen. Yep. Schau mal nach oben. BLF. Durchlaufende werden getötet bei Sicht. Du weißt, was ich meine. Guten Deutsch und so. Okay. Also, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Da scheinen Risse zu sein. Da oben, in der Mauer. Wo genau? Siehst du das? Ach, da. Ja. Ich weiß nur nicht, wie wir da raufkommen. BLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Das meine ich. Sehr freundlich. Aber zumindest sind wir hier richtig. Wo sind denn alle? Die haben das Schild aufgestellt. Da hinten ist eine Leiter. Das muss also irgendwo reingehen. Ja, da gehen wir auch gleich rein. Da geht's irgendwo hin. Wie ist denn das jetzt, wenn wir uns hier unten durchkriechen? Kommen wir da irgendwo hin?
Macht das Sinn? Müssen wir hier vielleicht sogar lang? Ich habe keine Ahnung. Und du läufst da einfach durch. Ja, okay. Mach doch. Ja, Wumper. Da liegt irgendwas. Ein tolles Dokument. Fettwarstufen der Infektion. Infektionsstufe 1. Der Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und angreifende Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von den Seiten oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung prüfen. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echoortung auf. Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Das sind die Klicker. Infektionsstufe 4. Seltene, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark, können säurehaltige Geschosse schleudern, nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Ja, die Bloater. Das wird lustig. Wenn wir wieder auf solche Viecher treffen, na, Halleluja. Okay, leere Schublade ist leer. Zweite leere Schublade ist auch leer. Hier haben wir keine zum Öffnen. Hier ist ja ein bisschen ätzend. Okay. So, dann gehen wir mal hier drüben rein. Vielleicht finden wir hier ein bisschen mehr Zeug. Also nicht Zeug aus dem Meer, sondern... Nein, ihr wisst schon. Leere Schublade. Noch eine leere Schublade. Nein. Ziemlich leer gefegt. Alles leer. Aber irgendwer muss ja auch, ne, die Schubladen die ganze Zeit hier geöffnet haben und dann wieder zugemacht haben. Wer macht sich denn bitte schon die Mühe? Was haben wir hier? Noch ein Zettel. Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kiran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Kiran, ja. Aha. Interessant. Also Serverschränke oder so was in der Richtung. Das ist Überwachung. Das ist ja hier alles so Militärzeug. Fett war. Gut, dann würde ich mal sagen. Halt. Ich sage halt. Wir gehen hier nochmal rein. Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Man muss ja mal gucken, ob man hier noch irgendwie was finden kann, ne? Auch hier ist relativ leer gefegt. Ein bisschen Lumpen konnte ich noch mitnehmen, aber das war es auch schon. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwie was Spannendes und Spaßiges ist, aber... Ja, was haben wir hier? Ach, guck mal. Bauteile! Bauteilig, Bauteile sind bauteilig. Ja, Mammut. Alles wird gut. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht finden wir hier irgendwas drauf. Eine Sammelkarte oder so. Man weiß ja nie. Aber sieht nicht so aus. Na gut. Ja, ich weiß. Ich muss da hoch. Über die Leiter. Ja, da will ich ja jetzt letztendlich hin. Ich wollte nur gucken, ob es noch irgendwie was anderes gibt. Also, hoch auf die Käfige und dann... Bitte schon. Das hält sich auch mit den Rost an den Dingern noch relativ gut zurück, ne? Dafür, dass die hier auch schon wieder einige Jahre alt rumstehen und so. Ja, man kann ja mal gucken. Aber auch hier sehen sie nichts. Hätte ja sein können. Los, geht er hoch. Musste Dina natürlich erstmal vorgehen. Oder zu Ende geklettert haben. So. Hier hilfst du mir mal hoch. Oder ich dir. Hallo? Da. Dina, hilf mir hier hoch. Okay.
So, und du? Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Okay. Ich überlege jetzt gerade, ob ich es riskiere, darüber zu springen oder gleich darüber. Kann ich hier nicht. Wobei, ne, bisher suggeriert mir das Spiel, es gibt immer mehrere Wege für alles, was ich tue. Oder sehr viel zumindest. Ob das halt so bleibt, ne? Da sollte ich balancieren, nee, sehe ich nicht. Okay, und nun? Ich gehe mal runter. Okay. Okay. Alles gut, noch hält der Turm. Alles gut. Hat doch keiner gehört. War nur echt knapp. Ach, knapp. So, einmal hier rüber, bitte. Seattle. Tolle Stadt. Stimmt. Ob es hier auch ein komisches Krankenhaus gibt? Das Mercy West Hospital oder so? War doch, glaube ich, in Seattle, ne? Oh, es geht hier hoch und es geht hier runter. Warte mal. Versuchen wir mal hochzugehen. Vielleicht finden wir da was. Oh ja, da finden wir eine Menge. Und eine Spielkarte. Chessmaster. Derjenige, der Superschach spielen kann. Echter Name Caleb Sophus. Intelligenz 100. Muskelkraft 40. Zugehörigkeit keine. Nach einem Zusammenstoß mit einem multidimensionalen Helden, Tesseractor, konnte das kriminelle Superhelden Caleb sofort plötzlich jede mögliche Auswirkung seiner Entscheidung sehen, bevor er sie getroffen hatte. Da er jetzt Dutzende von Zügen im Voraus sehen kann, nennt er sich seither Chessmaster. Seine neue Fähigkeit hat aber auch ihren Preis. Er hat zwar ein Vermögen damit gemacht, andere Kriminellen bei der Planung ihrer Verbrechen zu helfen, doch das Wissen um alle möglichen Folgen einer Entscheidung hat ihn zur Unentschlossenheit verdammt. Er schafft es nicht, seine Kraft für sich selbst einzusetzen und ist darauf angewiesen, dass andere für ihn entscheiden. Ein Schurke. Ist schon blöd, ne? Wenn du halt Möglichkeiten alle auswählen kannst, aber die nicht entscheiden kannst. Was haben wir denn hier? Zelda, wenn deine Einheit das Tor eingenommen hat, öffnet es und stimmt euch mit Johns Einheit ab. Unsere Spitze unter den Flüchtlingen sind bereit. Niemand von der Fatwar soll überleben. Sobald ihr alles unter Kontrolle habt, bietet den Flüchtlingen im Gegenzug zur Loyalität mit der WLF die Aufnahme bei uns an. Dein Überleben sei lang. Isaac. Die haben das Militär quasi ausgeschaltet und eventuelle Flüchtlinge aufgenommen. Okay. Na dann. Wenn es sonst nichts ist. So. Drücke Kreis, um von der Leiter zu springen. Habe ich gemacht. 33. Mhm. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie das Tor aufkriegen, ja? Eine Flasche. Das ist meine. Ist auch keiner da in Kanada hier. Ich war's nicht. Die Tür wäre sowieso verschlossen gewesen von der anderen Seite. So. Okay. Arme Schublade auf, da haben wir doch was. Was ist das? Okay. Wann das wohl geschrieben wurde? Wenden, ja. Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Holt das gesamte Benzin raus. Na sowas.
das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus, der Kuppel, und bringt es zum Versteck der Cerevena-Basis. Okay. Eine Art Code für das Ding, ja. Ist nix. Kommen Sie jetzt auf, nichts. Okay. So, und wo das geht's? Das ist mein Generator. Zum Tor. Das soll ich jetzt einschalten. Ach Mist. Also einfach, Buttonmashing hilft halt nicht. Okay, da ist irgendein Schlauch, den kann ich gleich tragen. Oder Kabel, besser gesagt. Das ist ja kein Schlauch. Komme ich hier irgendwie rein? Ich glaube nein. Okay. Wo bringen wir das Ding jetzt hin? Geht hier die Tür auf? Jo. Okay. Jo. Bis hierhin und nicht weiter. Gut. Wo soll das Kabel hin? Da soll das Kabel hin. Sag das doch. Oh, Mist. Okay, das Ding hat jetzt Strom. Tor ist rufen. Komm ja schon. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Da ist das Tor, aber ich schaue mich hier vorher nochmal ganz kurz um. Hier geht es wahrscheinlich dann gleich erst mit den Pferden irgendwie rüber. Aber zuvor kann ich mich hier vielleicht nochmal ein bisschen umschauen. Geht das auf? Nicht von der Seite. Hier haben wir wieder Strom, den wir da einschätzen können. Kein Saft. Müssen wir nur einen Generator dafür finden. Was sagt sie denn, wenn wir jetzt zur Tür gehen? Hey, alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Wer ist wir? Sie und die Pferde, oder was? So, was haben wir denn hier Schönes? Einmal nix. Und hier? Okay, wir brauchen Strom. Klemmbrett kann ich auch nicht mitnehmen. Schade, ich wollte noch ein paar Spinnen erschlagen, aber ist nicht. Ein Lappen? Bitte Lappen. Okay. Dann machen wir kaputt. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite vom Tor sein. So, und dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Gucken wir mal. Bauteile, Medikamente, Alkohol. Mit den Zusätzen müsste ich eigentlich bald mal gucken, was wir da vielleicht anfangen können. So, und jetzt noch irgendwie einen Generator finden. Aber nicht, dass das Kabel von da hinten hierher reicht, oder? Wie läuft's? Beschissen. Oh, doch, das könnte funktionieren. Gib mal her. Dann werfen wir das da einfach rüber. Haha. Jetzt nicht übers Kabel laufen und doof federn. So. Und da stöpseln wir einfach da vorne an. Damit wir jetzt hier Strom kriegen. Ja, doch gerade so.
So, und da mir der andere Weg zu doof ist, gehen wir hier durch. So, mach auf. Passwort. Verdammt. Jetzt muss ich hier tatsächlich selber das Passwort eingeben. Das war ja im Vorgängerteil ja noch ein bisschen anders. Da war es ja so, du musst halt nur einen Code für ein Safe und sowas halt finden und dann ist halt alles gut. Oh, die Uhr. Kontrollpunkt Torcodes. Welches Tor sind wir denn? Kacke. Welches Tor sind wir? Steht sowas nicht immer an irgendwelchen Toren dran? Hat sowas nicht an irgendwelchen Toren dran zu stehen? Lion Gate D2. Oh ja. Das ist ja nicht hilfreich. Verdammt. Also müssen wir jetzt rumprobieren von denen, die wir jetzt da zur Verfügung haben, ja? Also, wir haben einmal 0512, 1382. Ja. Oh, okay, gleich das erste. Gut gemacht. Oh. Das war zu viel für den Generator. Oh ja. Das heißt, wir sind jetzt bei Tor. Ach, das Haupttor. Ach, stand auch auf dem Button drauf. Mann, ich bin auch doof. Okay. Weiß ich Bescheid. Gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, machen wir nochmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge geht's dann hier munter fröhlich weiter auf unseren kleinen Rachefeldzug zur Rettung von Tommy und um Rache zu üben für Joel. Ob das alles klappt, ob ich das hinkriege, keine Ahnung, finden wir raus in der nächsten Folge von The Last of Us Part 2. Bis denn.